Das ist unser Hotelzimmer in Shanghai. Wir haben tatsächlich eine eigene Küche und eine Badewanne. Gott, was freue ich mich darauf. Und das Zimmer. Ja, ne? Kann man nichts gegen sagen. Ist nur zu empfehlen. Das kann man echt nur empfehlen, das Hotel, wenn man aus dem Fenster schaut. Du, das ist unsere Aussicht. Wir sind direkt im Stadtzentrum. Wir sind jetzt am Bund, es ist fast 22 Uhr und das ist unfassbar atemberaubend. Das kommt auf dem Video einfach nicht drüber, wie überwältigend diese Kulisse ist. Also Farben, die sich ständig ändern, hohe Gebäude, die überall Videodisplays haben, die wirklich ganze Videos abspielen. Das ist so unfassbar krass. Aber echt schön. Läuft? Okay, wir waren gerade in einem Supermarkt namens Lotus, so voll der mega krasse Luxus-Supermarkt und die hatten Durian, der hat so ganze, aber das geht ja nicht. Ich habe das kleinste Stück genommen, was sie haben. Ich habe das noch nie probiert. Das Stück hat jetzt 25 Yuan gekostet, obwohl das nur, steht das, knapp unter 100 Gramm sind. Und der Kilopreis sind 268 Yuan, das sind also um die 35 Euro. Und Durian, das liebt man ja oder hasst man ja. Ich bin echt gespannt. Also es riecht schon extrem durch die Verpackung. Deshalb habe ich zu meiner Mama auch gerade gesagt, die gerade dankbarerweise filmt. So, wir müssen das jetzt gleich essen, weil das einfach alles voll stinkt. Ich kann nicht beschreiben, wonach es riecht. Es riecht halt, glaube ich, einfach nach Durian. Ist auf jeden Fall extrem cremig, weshalb sich jetzt auch schon die obere Schicht hier ablöst. Guten Appetit! Okay. Du musst gleich auch dran! Also es schmeckt nicht so furchtbar wie gedacht. Noch mal ein bisschen. Ja, es ist halt schon irgendwie so, wie die Leute sagen. So eine Mischung aus. Also es ist sehr süß. Es schmeckt, glaube ich, wirklich so eine Mischung aus wie Vanillepudding. Süßer Vanillepudding. Und tatsächlich so ein leicht zwiebeliges, knoblauchartiges Aroma. Also, ich weiß nicht, ich finde es jetzt nicht. Also, ich glaube halt nicht, dass es meine Lieblingsfrucht wird, aber man kann es essen. Also, echt nicht so schlimm wie gedacht. Wir sind jetzt in Lokyang Road und fahren jetzt mit 430 km/h zum Flughafen mit dem Transrapid, den wir Deutschen entwickelt haben und der natürlich nur in China fährt. So cool. Und ich dachte halt, wir fahren jetzt mit der U-Bahn zurück, aber meine Mutter wollte unbedingt nochmal mit dem Transrapid zurückfahren. Also fahren wir jetzt mit dem Transrapid nochmal in die andere Richtung. Es gibt hier sogar ein ganzes Museum, wo genau erläutert wird, wie sich die ganzen Transportarten entwickelt haben. Mit so einem Modell. Oh, das kann man nicht sehen, es ist zu dunkel. Ist aber ganz cool gemacht. Da, dieses ganz rote Gebäude, wo die chinesischen Schriftzeichen langlaufen, das ist das höchste in China und ich glaube, das zweithöchste der Welt, wenn ich richtig liege. Und da fahren wir jetzt auf die Aussichtsplattform drauf. Das ist die höchste der Welt, noch höher als auf dem Burj Al Arab oder dem Burj Khalifa. Das höchste aus der Welt, ihr wisst, welches ich meine. So, das da war das höchste Gebäude Chinas. Und das da ist der Pearl Tower, der berühmte. Das
Das ist unfassbar, wir sind so hoch. Wir sind in den Wolken zum Teil. Es ziehen Wolken an uns vorbei. Ja, also das übertrifft Moskau nochmal um Längen. Es ist, also soweit man gucken kann, nur Stadt. Und wir sind echt so hoch, dass an uns einfach Wolken vorbeiziehen. Da bewegt sich gerade eine Wolke auf die Scheibe zu. Wir haben gerade Obst gekauft, nachdem wir da auf dem Turm drauf waren, und das ist so groß. Wir haben Trauben gekauft und die sind so groß wie mein Finger, so ungefähr. Hier ist alles Obst irgendwie größer. Ich gucke mal, ob ich das gleich nochmal gefilmt bekomme. Wir laufen jetzt noch so ein bisschen durch die Gegend und gehen dann gleich irgendwann zum Hotel zurück. Hier auf dem Werbeplakat lächeln die, während die Durian essen. Das ist doch alles gelogen. So, das sind die Weintrauben, das ist mein Finger zum Vergleich, also die sind schon extrem groß, und haben halt alle so einen Farbverlauf. Man macht sich hier wirklich Mühe mit der Gestaltung des Straßenbildes, da hinten auch diese Uhr, hier diese komischen Leuchtfäden in den Bäumen, ist echt schön. Schaut mal, die Rolltreppe fährt um die Ecke. Das ist voll cool, die fährt im Kreis. Was auch auffällt, die rechnen mit leichten Personen hier 1150 Kilo, 15 Personen. Also Costa Coffee ist eigentlich genauso teuer wie Starbucks, aber schaut euch mal an, wie das hier, das sieht so schön aus, das sieht echt so aus wie, ja, dafür zahle ich gerne 3 Euro. Wir gehen jetzt zu einem Park und haben dann hier quasi, ich meine, das müsste das französische Viertel sein, das ist die französische Konzession. Da sieht auf jeden Fall alles irgendwie so ganz, ganz anders aus. Also schon fast mit dem Balkon und den ganzen, die französischen Balkone halt. Dieser Baustil, das sieht einfach so, ja, so europäisch aus, mediterran schon fast. Echt schön gemacht. Und naja, dann hat man hier ja so eine Autobahn hingeklatscht. Wie immer, weil es ist Shanghai. Und was wäre ein zumindest auf dem Papier sozialistisches Land ohne eine Statue von Marx und Engels in einem Park? Was auch cool ist, man kriegt halt fast überall diese Obstschalen hier mit Drachenfrucht und Melone und ein bisschen. Das ist echt cool. Und sogar eine kleine Gabel bei. Ja. Schaut euch mal dieses krasse Einkaufszentrum an. Da sind diese Wände, Rolltreppen, die ich euch gezeigt habe, und einfach nur so richtiger Prunk für die Neureichen.